Ja, servus Leute, hier ist der Anders Hühl und der Chris. Ja, servus Leute. Wir sind jetzt hier in Solothurn im Ramada Hotel und haben unseren ersten Tag Swiss Tour hinter uns und auch den letzten Tag. Wir waren am Samstag da, war wahrscheinlich der meistgefüllteste Tag, so was die Aussteller gesagt haben. Wir haben uns heute mit unseren Abonnenten getroffen. Chris, erzähl doch mal ein bisschen was zu dem Abonnententreffen, das wir heute veranstaltet haben. Ja, also Abonnenten, es waren ungefähr ja, so 20 bis 30 Stück dann ungefähr da. Wir haben fleißig Fotos geschossen, haben auch ja, sehr viele Sachen unterschrieben, was mich einfach total weggeflasht hat. Und wir haben auch noch ein Interview geführt und das war, glaube ich, auch so ein richtig krasses Ding eigentlich. Weil das Interview hat mit uns ein Abonnent geführt und der war total nervös. Also ich habe echt gedacht, der kippt jeden Augenblick um. Wir haben dann uns auch noch spontan alle tätowieren lassen. Ne? Also hier Schleichwerbung, ja, egal. Und ja, haben wir das den Abonnenten organisiert, haben versucht irgendwie auf das Swiss Toys irgendwas gemeinsam zu machen. Wir haben mit ein paar FIFA gespielt. Wir haben auch ein paar mit in den Battlefield-Bereich gebracht. Also ja, haben uns immer ein bisschen dafür eingesetzt. Und ansonsten war es eigentlich ein gelungener Tag. Das Einzige war halt immer blöd, man musste für alles 10.000 Mal anstehen. Man konnte außerhalb des E-Game-Bereichs, wollten wir eine Carrera-Bahn, eigentlich wollte man Rennen fahren, aber musste man wieder ewig warten und haben es dann auch gelassen. Ja, also insgesamt kann man sagen, die Swiss Tour ist auf jeden Fall eine Messe für eher die jüngere Generation. Man versucht so langsam aber sicher die Generation der Gamer immer mehr in den Vordergrund zu rücken. EA war dort vertreten, Ubisoft war dort vertreten, Sony allgemein vertreten mit PlayStation, Xbox mit Kinect war dort. Also es war wirklich einiges an Vielfalt da, aber das Ganze noch in einem Rahmen, wo ich sage, es war halt für uns Gamer doch schon sehr wenig. Aber man muss sagen, ganz ehrlich Leute, die Leute in der Schweiz ultra, ultra freundlich, ultra zuvorkommend, sehr nett. Das Einzige, was hier in der Schweiz wirklich negativ ist, dass es sehr teuer ist. Also da kann man sich darauf einstellen, dass die Kreditkarten glühen werden. Ansonsten muss ich ehrlicherweise sagen, mir hat heute am meisten Spaß gemacht das FIFA-Spielen mit euch da von der Schweiz. Und ein paar Franzosen waren, glaube ich, noch da, zwei. Ja, die waren auch richtig cool. Genau, und wir haben, also was mich auch wirklich wie den Chris auch so richtig geflasht hat, war dieses ganze Unterschreiben. Ich habe iPhones unterzeichnet, Cappies. Spiele, wie Krieger damals erzählt hat, für ihn war das ja auch so richtig ein krasser Moment, war für mich persönlich auch sehr krass. Ja. Ansonsten, von meiner Seite würde ich gerne wieder herkommen, also mir hat es echt Spaß gemacht, das Hotel ist sehr schön, also hier nochmal danke an unseren Mr. Domi. Unseren Hotelsponsor. Ja, wollen wir vielleicht noch so einen Blick außerhalb des Fensters zeigen? Können wir euch ja mal zeigen, damit ihr mal seht. Ja, dieses Mal haben wir eine ordentliche Absteige, nicht so, so ein Schrott wie in Köln. Und ja, also das hier ist mal unser Zimmer. Und wir haben jetzt hier, wir haben nur, also hier so eine komplette Glaswand. Dann hat man halt hier diesen Blick auf diesen, ja, See, keine Ahnung, welcher das ist. Kannst du mal unser Bad filmen? Ja, unser Bad, da habe ich heute Nacht in der Badewanne geschlafen. Weil ich etwas von der Spur war, sagen wir es mal so. Hier haben wir heute unsere, ja, uns ein bisschen entblößt. Diese Glaswand hier, das ist schon echt eine richtig geile Sache und es geht halt hier übers ganze Zimmer. Ja, und das hier ist Solothurn. Und ja, wir zeigen euch mal noch mal ein schönes Badchen hier. Da bin ich, da ist der andere, Wir haben hier einen Spiegelföhn, ne, ist klar. Das nicht so schnell machen. Ein Pissoir, Badezimmer, ja, halt Badewanne und hier ist unser ganzes Equipment. Wir müssen ja natürlich auch gepflegt sein, sonst macht RTL wieder ein netten Video. Beitrag über uns. Einen netten Beitrag über uns, dass wir alle ungepflegt und stinken sind. Ja. Ansonsten sage ich bye bye, Leute. Vielen Dank, dass wir da sein durften und bis zum nächsten Jahr. Ich auch nochmal vielen Dank. Es war richtig cool, heute auf der Swiss Toy zu sein. Hat richtig viel Spaß gemacht und vielleicht wird ja nächstes Jahr der E-Games-Bereich ein bisschen größer. Also, ich wünsche euch noch was. Wie sagen sie hier? Geil. Na, gay. Gay sagen sie hier zu geil. Gay. Ja, gut. Sicherlich. Jo, Feierabend. Servus. Servus.